Hi ihr! Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist es wieder Zeit für ein Aufgebraucht-Video aus dem Monat Juni. Ja, ich hätte gesagt, es ist so ein Mittelding geworden, nicht ganz so viel. Aber ich finde es vollkommen okay. Ich war jetzt auch kurz im Urlaub, da hatte ich kleine Größen dabei, das ist auch was leer geworden. Aber ansonsten, weiß nicht, ich war jetzt nicht mehr so oft baden. Ich habe mein Tattoo nämlich auch bekommen und dann war ich nicht baden, weil das soll man ja auch nicht gleich am Anfang. Und ja, ich habe auch einfach im Moment viel anderes zu tun, sag ich mal so. Aber nichts Schlimmes. Auf jeden Fall was, eigentlich was Schönes sogar. Ja, wir starten jetzt aber mit Haushalt, wie immer. Und wie immer Klopapier. Und das war jetzt die letzte Packung gewesen von der Mola Winter Edition. Die kennt ihr jetzt, glaube ich, schon zugute. Das war jetzt die letzte, die ist jetzt auch leer. Jetzt habe ich eine ohne gedrucktes Papier im Angebrauch. Und dann habe ich auch schon keins mehr. Ich muss mal wieder eins kaufen. Fällt mir so auf. Ja, dann gehen wir mal weiter zum Thema Toilette. Und zwar habe ich einen WC-Reiniger aufgebraucht. Von Domol war der, Guave und Mango. Der hat super gut gerochen, fand ich. Auch schön sauber gemacht. Der ist nicht hängen geblieben. War auch echt ergiebig. Hätte ich nicht gedacht, würde ich mir nochmal kaufen. Ist, glaube ich, auch im Standardsortiment. 750 Milliliter sind drin. Ja, jetzt habe ich einen von Biff. Aber der bleibt, wenn man es nicht gescheit wegmacht, bleibt der Farbe am Klo hängen. Das finde ich ein bisschen blöd. Dann habe ich auch die Silit Bang Color Power 6 WC-Steine leer gemacht. 2x 250 Spülgänge, sagen die. Also es war so ein Doppelpack mit Lila, mit Lavendel. WC-Lila-Spüler. Riecht jetzt eigentlich nicht stark nach Lavendel, macht das Wasser wirklich lila. Habe ich die gleich nochmal in Blau da, waren mal im Ausverkauf bei Rossmann. Ich mag aber die von WC Frisch immer noch am meisten. Ja, das war es eigentlich schon mit Toilette. Dann habe ich hier noch einen Duschkabinenreiniger von Saubermax. Der war von Norma. Hat so einen rosa Kopf, also sieht rosa aus. Habe ich fürs ganze Bad benutzt, hat richtig, richtig schön geduftet. War auch echt ergiebig, also hat jetzt lange gedauert, bis der leer war. Nur das letzte Stück hat er nicht mehr rausgesprüht. Irgendwann war dieser Sprühkopf hier ein bisschen kaputt. Dann kam dann nur noch Schaum raus und dann habe ich irgendwann den Rest einfach rausgekippt. Aber war jetzt auch nicht teuer. Von dem her würde ich mir den nachkaufen, aber habe ich jetzt auch noch anderes da. Dann ist einmal leer gegangen meine Allzwecktücher wieder. Diesmal mit Aloe Vera Duft, Viva España. Das war eine Limited Edition. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube schon. Waren ganz okay. Ich fand immer noch diese mit Bergamotte und Orange mit am besten. Danke, Katze. Jetzt leuchtet uns Bild. Auf jeden Fall sind die besser als die mit Wassermelone. So, jetzt musst du da mal weg. Tut mir leid. Oh, Mizis. So, dann haben wir noch zwei Sachen, die Frauen kennen, die dazu zählen. Einmal OB, super. Eine Packung leer, 16 Tampons. Und einmal Always Dailies, die normalen. Ja, selbst die fand ich zu dick. Obwohl die für den täglichen Gebrauch sind. Ich mag einfach die von Carefree am meisten, aber ich habe, glaube ich, keine von Carefree mehr da. Dann einmal noch eine Taschentücherbox. Die ist schon ein bisschen staubig, die steht schon ein bisschen länger, tut mir leid. Die Vanille-Edition von Tempo fand ich gut. Gibt es auch noch. Habe ich mir mal im Rossmann mit Coupons gekauft. Und dann finde ich, geht das auch vom Preis. Dann habe ich aufgrund, upsalala, Entschuldigung, von der lieben Elisa Make-up. Auch von der Elisa, ich glaube, ihr kennt sie. Die Sprays aus dem Action geholt, die Duftsprays, weil die sind viel billiger. Das war jetzt die rosane Variante und die riecht auch echt nicht schlecht und die hat vor allem echt lang gehalten. Die war richtig ergiebig. Schaut euch die mal an, wenn ihr ein Action habt. Die sind nicht so teuer wie die von Glade. Riechen echt gut und vor allem riecht der ganze Raum danach. Also auch intensiv und halten lang. Da habe ich noch das mit Blaues. Blau riecht halt so ein bisschen, ne, nach Klo. So frisch, aber das rosane war echt gut. Selbst das Blaue finde ich nicht verkehrt. Das ist mit Floral Süßen und Pure Nature. Floraler Süße und purer Natur. Jetzt haben die aber auch sogar Limited Editions von denen mittlerweile bei Action.
habe ich die zwei schon gekauft. Und dann habe ich eine Kerze aufgebraucht, eine Yankee Candle war das. Die Kilimanjaro Stars, die brennt leider nicht mehr. Huch, die hat aber echt gut gerochen, war ein sehr intensiver Duft, sehr herb, also mehr was für den Winter. Ich schaue mal, ob ich das irgendwie noch rauskriege. Ja, wie so, bisschen wie so Männerparfüm, so ein bisschen. Aber war ein echt sehr schöner Duft. Jetzt für den Sommer allerdings nichts mehr. So, das war's jetzt mit Haushalt. Wir machen weiter mit Körper. Da habe ich Tatsache sogar Full-Size-Produkte aufgebraucht. Aber wir starten mit der Zahncreme. Und zwar ist die von Odol mit 3 Senses, Grapefruit, Zitrone und Minze. Die kennt, glaube ich, jeder. Ich fand die echt nicht schlecht. Die hat gut geschmeckt. War gut die Zähne gepflegt. Jetzt will ich mir noch die grüne Variante mit Wassermelone unbedingt holen. Aber ich habe noch so viel Zahncreme. Die muss ich erstmal leer machen. Dann, womit machen wir denn weiter? Mach mal weiter mit dem Deo. Und zwar von Fahr, das limitierte Fruit Me Up Deo. Das ist auch schon uralt. So sieht das aus. Das habe ich jetzt mal aufgebraucht, weil es eben so alt schon war. Hat aber noch funktioniert, gut gerochen. Mich schützen die von Fahr einfach. Ich habe jetzt das von Balea mit Melone in Gebrauch, aber das kann ich einfach nicht mehr für die Arbeit benutzen, weil mich das nicht schützt. Das ist dann eher für daheim rum. So, jetzt bin ich schon wieder an mein Handy gekommen. Irgendwie wackel ich heute, tut mir leid. Ich bin irgendwie auch schon voll aus dem Videodrehen raus, weil ich mich schon so ewig keins mehr gedreht habe. Ich weiß nicht, ich komme einfach nicht mehr dazu. Ich habe, ja, so viel zu tun. Ihr kennt es vielleicht. Dann machen wir mal weiter mit dem Körper. Ich habe ein Duschgel aufgebracht von Balea, das Sternfrucht Melone. Und zwar noch das alte, weil ich habe ja das neue jetzt bekommen. Und das war die alte Version, die mit dem Streifen. Wäre auch abgelaufen. 07220, also passt. Hat noch gut gerochen. War ein schönes Duschgel, 300 ml waren drin. Und ich freue mich, dass ich es nochmal da habe. Ein Duschgel im Mini. Schau mal, da ist irgendwie noch ein bisschen was drin, aber es kommt nicht mehr raus und ich bin es, glaube ich, auch leid, das jetzt auszukratzen. Das war, hatte ich im Urlaub dabei von Dove, das reichhaltige Dusche. Ja, das da auf jeden Fall. Finde ich gut vom Geruch, aber wenn man zu viel erwischt hat, war es sehr seifig auf der Haut. Und ich habe auch gelesen aus dem neuesten Stiftung Warntest oder was weiß ich, dass das echt nicht gut sein soll. Weil da sogar ein sehr, sehr bedenklicher Stoff drin ist bei dem hier vom Dove. Das hat mit am schlechtesten abgeschnitten. Na gut, ich habe auch kein einziges Dove in groß. Also für jetzt mal unterwegs hat es gereicht, aber ich würde es mir definitiv nicht kaufen. Dann kommen wir zu den Haaren. Ich habe ein Shampoo aufgebraucht von New. Das Heather's Berry Special Day mit Icy Berry. Das hier. Das habe ich benutzt, das ist jetzt auch schon länger leer, über einen Monat. Das ist ganz am Anfang leer geworden. Und ich hatte keinen Sommerduft mehr, Frühlingsduft mehr. Ich hatte nur noch so Winterdüfte an Shampoos. Dann habe ich das benutzt, weil ich dachte, eisgekühlt geht dann auch. War wirklich okay, war gut. Es hat ja auch keine, wie steht es denn hier? Es ist vegan ohne Silikone, dafür finde ich, macht es ein schönes Ergebnis. Meistens machen die das ja nicht, wenn die da Silikone drin haben, keine Silikone drin haben, dann sind die Haare nicht so fluffig eigentlich. Das kann das, aber ich fand den Duft jetzt nicht so berauschend. Also ich fand das damals mit den Cookies besser. Und das Pfirsich will ich auch noch ausprobieren. So, ein Trockenshampoo ist auch leer geworden von Batiste, das Trockenshampoo Pretty und Opulent, also Oriental. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Das habe ich im Action mitgenommen, da habe ich es wieder gefunden, weil das Oriental war meine Lieblingssorte. War okay vom Duft. Aber ich bin mittlerweile da nicht mehr so, dass ich sage, es muss jetzt das genau die Sorte sein. Ja. Ich mag halt die Batiste Trockenshampoos am meisten. Und ab und zu wird es halt auch benutzt. Ach, meine Katze ist gerade am Klo, es tut mir echt leid. So, eine Bodylotion ist auch leer gegangen. Die habe ich als Indus Bodylotion benutzt. Die Mango Smash Bodylotion. Weil die war sehr, sehr flüssig. Und dann habe ich die als
Duschbodylotion umfunktioniert. Hat 250 ml drin gehabt, 1 Euro noch im Müller-Lagerverkauf gekostet. Ja, wie gesagt, für Indusch-Bodylotion war es okay, wenn ich die jetzt draußen benutzt habe. Es muss mir halt aufpassen, dass das Zeug nicht irgendwo hin verlaufen ist. Aber es hat gut und intensiv geduftet. So, ich schmeiße hier schon wieder alles um. Dann habe ich vom Haar auch noch, habe ich übersehen, eine Hafermilch beruhigende Haarmaske. Die hatte ich auch im Trash-Tauschpaket mit der lieben Foxy. Danke nochmal dafür. Ich schau mal, ob es jetzt auch. Stellt scharf. War halt so eine Einmalanwendung. 20 ml habe ich auch für einmal gebraucht. War ganz gut eigentlich. Ich habe es jetzt nicht schlecht in Erinnerung. War jetzt aber auch nicht herausragend besonders. Also ich fand es okay. Ich kaufe mir halt keine kleinen Haarmasken eigentlich. Aber wenn man die jetzt so geschenkt bekommt, sind die echt super. Zum Austesten. Dann ist noch ein Glitterbad leer gegangen. Duftet nach Magie. Das habe ich jetzt auch bei Körper mit rein. Ich habe das mit in die Wanne geschüttet bei Sachen, die nicht so geduftet haben. Aber da ist jetzt noch ganz schön viel drin. Das werde ich noch den Rest zum Händewaschen oder so benutzen. War aus dem Adventskalender, hat halt nach nichts geduftet wirklich. Glitzer hat man jetzt auch nicht so gesehen. Also es war halt einfach so ein Nebenbei-Schaumerzeugnis. So. Dann habe ich hier noch eine Probe von N.A.E. Ich kenne die Marke nicht. Natural Antica Erbos, keine Ahnung, Bellezza Anti-Age Tagescreme. Das könnte irgendwas Italienisches sein. So sieht die aus. Die war im Müller Prospekt drin. War Naturkosmetik, hat auch so gerochen, finde ich. Die hat nach irgendwas gerochen, was ich überhaupt nicht mag. Da war, ich glaube, das war das Traubenkernöl. Da mit Traubenkernöl, Bio-Aloe Vera und Hyaluronsäure ist die gewesen. Ja, hat auch für ewig viel Anwendungen gereicht, diese 1,5 ml. Ich glaube, vier Anwendungen. War nicht mein Duft. So, dann kommen wir gleich mal weiter zu den Masken. Ich habe von Balea die Melone-Creme-Gel-Maske aufgebraucht. Die musste jetzt auch weg, die ist schon uralt. Weiß nicht, ob ihr die noch kennt. War Limited Edition, die ist auch abgelaufen. Wann? Die ist bestimmt schon lang abgelaufen. Ja, 05219. War aber noch gut, musste halt weg, deswegen habe ich sie aufgebraucht. Dann von Marie Colette die Unterwasserwelt für 25 Cent mal bekommen. War auch schon was älter, deswegen habe ich sie auch aufgebraucht. Die fand ich aber gut, die war schön blau. Und hat schön Feuchtigkeit gespendet, muss ich sagen. Und dann habe ich sogar Tuchmasken benutzt. Ich habe es mal nicht vergessen. 3 Stück sogar. Einmal die Facial Sheet Mask von Action mit Avocado und Kollagen. Ich mag die von Action, da kannst du nicht meckern für den Preis. Und die machen ihren Job und die spenden Feuchtigkeit und die riechen gut. Also schaut euch die mal an. Habe ich immer wieder da. Dann die Bio-Vegan Skin Food mit Bio-Akai. Die hier. Also die fand ich jetzt nicht schlecht. Ich fand es blöd. Die hatte nämlich nochmal Plastik drumherum um das Tuch. Das war so ein bisschen unnötig, aber gerochen. Hat sie ganz okay. Gepflegt hat sie auch ganz okay. Also für 5 Euro würde ich sie mir jetzt nicht kaufen, weil die sind ja echt teuer. Aber ansonsten fand ich sie gut. Auch Plastik drumherum hatte leider die von Douglas Garden Love. Für 99 Cent die Blaubeer. Die müssen jetzt auch mal weg, deswegen habe ich die auch benutzt. War aber vom Duft echt gut und intensiv. Die läuft nur gerade aus, deswegen habe ich sie jetzt schon mal weg. Und ja. Ich glaube, von dieser Reihe habe ich jetzt nur noch eine oder ich habe alle aufgebraucht. Ich bin mir nicht mehr sicher. So, und dann habe ich aber trotzdem 3 Badezusätze. Wow. Einmal von TTZept Hammam Ritual mit Arganöl, Olivenöl, Feigen und Hammangräutern. War gar nicht meins. Das war ein flüssiger Badezusatz, war aber vom Duft her überhaupt nichts meins. Wer sowas mag, dem wird das gefallen. Das hat so richtig so ein Spa-Erlebnis, aber war leider nicht mein Duft. Dann von Kneippprickelnde Moment Schwarze Orchidee und Mangostane. Hat wirklich geprickelt, aber fand ich jetzt nicht intensiv vom Duft. Da habe ich zum Beispiel das Glitzer-Ding mit reingehauen. Was aber wieder gut war,
von Tilly Sept. La Dolce Vita, Orangenblüte, Bergamotte und Rosmarin, das Bade-Dings. Habe ich jetzt sogar noch einmal da. Habe ich benutzt, als es ein bisschen wärmer war. Und es riecht so schön nach Urlaub, nach Italien, zitrisch. Finde ich toll. Nur in der Wanne geht ein bisschen der Duft verloren, aber... Also es riecht in der Austerpackung intensiver, aber ich fand es trotzdem nicht schlecht. So, jetzt habe ich zum Schluss noch zwei dekorative Sachen. Einmal ist meine Camouflage leer gegangen von Catrice, die Liquid Camouflage, die jeder kennt. Die ist leer. Ich schaffe es jedes Mal nicht, diesen blöden Stopper zu entfernen, sonst würde ich das tun, aber ich schaffe es nicht. Weiß nicht warum, aber man sieht, die ist gut leer. Habe schon wieder eine neue angebraucht. Und ich spoilere jetzt vorweg aus meinem Projekt. Das muss ich jetzt unbedingt ein Update für euch drehen. Mein Lippenstift ist leer gegangen. Von Rival de Loop. Endlich. Ich habe ihn jetzt 3 Winter lang rumgeschleppt. Die 02 Go Matte. Der hat nach Kokos gerochen, war matt. Ich habe ihn in der Arbeit nur getragen und nichts anderes. Ne? Jeden Tag. Jetzt ist er endlich leer. Oh, ich bin so froh. Also er malt noch ein bisschen, aber es kratzt. Ich kann ihn euch mal zeigen. So sah der aus. Auf jeden Fall habe ich gestartet. Da war er da beim oberen Strich. Ja, ich bin zufrieden, dass er endlich leer ist, dass ich sowas geschafft habe. Und der andere ist auch schon kurz vorm Leergehen. Den trage ich jetzt im Moment im Sommer. Und ja, ich will aber nicht zu viel spoilern. So. Dann war's das. Ich zähle jetzt durch, schreibe es euch wieder in die Infobox. Hoffe, es hat euch gefallen. Und tut mir leid, dass im Moment nicht so viel kommt. Aber wie gesagt, ich habe einfach... Also im Sommer ist man auch viel mehr unterwegs, auch wenn es Corona jetzt ist. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht die, die deswegen die ganze Zeit zu Hause rumhockt. Wie gesagt, ich war jetzt auch im Urlaub. Also ich war 2 Tage in Hamburg, 2 Tage in Leipzig auf Städtetrip. Und wenn es sowas geht, dann schon mal. Ja. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Bye!